alle zusammen, herzlich willkommen zum Lounge La La. Was ist denn das Peinlichste, was dir in deiner Laufbahn passiert ist, als Moderatorin, als Schauspielerin? Als Moderatorin, auf der Bühne ist mir das Peinlichste passiert, in der Generalprobe habe ich blank gezogen, unbeabsichtigt, blank gezogen. Das hat mir nicht mal einer dafür bezahlt, weißt du, wenn wir jetzt jemand gesagt hätte, pass auf, kriegst 1000 Euro, zeigst mal die Website, also hätte ich gesagt, okay, denke ich mal drüber nach, aber das nein. Das würdest du machen? Nee. Da würdest du ernsthaft drüber nachdenken? Jetzt nicht mehr. Du wirst als die Twitter-Frau bezeichnet. Ja, sicher. Twitter-Tussi. Wir Deutschen stehen ja auf Alliteration. Was hat es damit auf sich? Das erste Mal, dass ich einer breiteren Masse von Fernsehzuschauern in irgendeinem Kontext präsentiert worden bin, war, als die Tante mit dem Laptop auf dem Schoß die lustige Nachrichten aus dem Internet vorliest. Und da klingt Twitter-Tussi natürlich schön und dann hat man sich den Namen ausgedacht und hat den darüber geschrieben. Duell um die Welt. Also so wie man Joko und Klaas kennt, muss man die manchmal bändigen? Sind die wirklich so, wie man sich das wirklich vorstellt? Das sind zwei Vollprofis in erster Linie. Die muss man nicht bändigen, weil die funktionieren so, wie die funktionieren. Und das ist auch nur deswegen gut und wird von Leuten gemocht, weil das so ist, wie es ist. Und also ab und zu muss man halt mal einen von den beiden anschreien. Aber das ist mit Kindern ja auch nicht anders. Musst du denn auch mit denen reisen irgendwo hin? Leider nein. Ich versuche denen seit 2 Jahren klarzumachen, dass ich diesen Job viel besser machen würde, wenn ich mit an diese Urlaubsziele käme. Aber aus irgendeinem Grund erzählt man mir immer was von Produktionskosten und ich darf dann einmal im Jahr nach Köln-Ossendorf und dann machen wir das sonst. Auch schön. Ja, es ist sehr schön. Ja. Andere Sachen. Wir sehen da auch im Bild Sport Extreme. Wir haben das jetzt unter Hobbys und Interessen mal gefasst, weil wir auch rausgefunden haben, dass du auch privat ja, jetzt vielleicht nicht Extremsport, aber Surfen, genau. Ja. Ist das was dich so, was quasi so die Ablenkung, der Ausgleich vielleicht ist zum Beruf? Es ist halt in erster Linie, genau wie Klettern oder sowas, so ein Ding, was dich zwingt, deinen Kopf auszuschalten, weil du sehr konzentriert auf bestimmte Dinge sein musst, damit das überhaupt funktioniert. Insofern, ja, ist ein Ausgleich. Die Zeit ist leider schon vorbei und aus dem Grund würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Ja, ich danke euch, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Auch bei euch, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ja. Und auch danke an alle, die mitgeholfen haben heute hinter den Kameras. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank.